den Wither, wenn wir den besiegen, dann damit ich dann ein ordentliches Schwert habe und nicht schon wieder anfangen muss mit Verzaubern ewig. So, kurz was essen. Ja, ich beachte euch jetzt gar nicht, ihr Lieben. Ich habe keine Zeit für euch und keine Lust für euch. Und da... Bam! Überhaupt kein Interesse an euch. Oh, da hinten ist ein Spinnreiter. Ich habe ja jetzt letztens diese... Die sind jetzt auch im Facebook extrem... Warum? Ich wollte eigentlich gar nicht mehr. Im Facebook sind jetzt auch extrem diese Minecraft-Fanarts rum kursiert. Ich muss sagen, ich fand sie auch mega geil. Nur halt wieder die Kommentare drunter, ne? Das war wieder so... Einer gibt sich Mühe, macht solche Fanarts, dann kommt da einer, das wäre schon ganz genau das eine Kommentar. Ja, leider kann man diese Grafik in Minecraft leider nicht einbringen. Warte mal. Nur ausprobieren. Kann ja sein. Okay, doch nicht. Ach, hier bist du. Bist du wunderbar, der ist. Okay, ich würde mir dann mal das Entsandmen wenigstens mitnehmen, wenn ich schon einmal dabei bin, den abzuernten. Dann nehme ich wenigstens auch mit. Sollten wir vielleicht ein bisschen mehr sogar gleich holen. Ich bin so selten Sandfarm. Wir brauchen das ja doch schon ein bisschen für Glas und so. Komm, den Bogen kommt weg, den brauche ich jetzt eh nicht. Hier hinten kommen wir so schnell eh nicht wieder hin, da können wir ein bisschen Sand wegfahren. Das stört da keinen. Vor allem mich nicht. Oh. Das wird aus der Playlist sein. Flup, flup. Das hört sich doch mal gar nicht so schlecht an. Ein Hoffnungsschimmer. Geht am Horizont auf. Ich bin bereit für ihn. Ich nehme ihn in Kauf. La la la. Habt ihr Idee, was wir in die Playlist reinpacken können für Musik? Natürlich brauche ich dazu auch die Rechte. Aber ansonsten könnt ihr mir gerne sagen, was ich für Musik noch reinpacken soll, was ihr gerne drin sehen würdet. Dann kann man da sicher was drehen. Flup, flup. Flup, 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 so. Da haben wir uns Sand geformt. Ging schnell und war viel. Oh. Naja. Und ich hoffe, dass wir in der Wüste jetzt noch ein bisschen was finden. Jetzt werde ich mal die Enderperle hier benutzen, weil ich habe... BAM! Die ganze Inventar. Ich wollte die einfach mal weghauen jetzt, weil wir haben Ease End besiegt. Man kann die Enderperlen wunderschön zum Porten benutzen, aber ansonsten... Naja. Haben sie halt keinen strategischen großen Wert. Außer für Ender-Chests und da mal Enderman umzukloppen, wenn man einen Ender-Chest machen möchte. Mit Plünderung 3 oder so, dann hat man auch wieder ein paar Perlen. Haben diese Perlen gar keinen strategischen Wert mehr für uns. Hinten sehe ich, geht's nicht weiter. Okay. Ich würde ja wirklich gerne noch was finden. Selbst wenn ich jetzt kein Pferd mehr finden sollte, dann im Endeffekt. Aber so ein Tempel findet man immer mal gerne, ne? Ich meine, wer findet nicht gern Tempel? Ist sowieso immer so der Reiz. Da ist eigentlich gar nichts Besonderes drin in diesen Tempeln. Oh, schade, okay. Da ist gar nichts Besonderes drin in diesen Tempeln, aber es macht einfach Spaß, die zu finden. Die Suche, die Fallen, was es da nicht alles gibt, ist schon ziemlich nice gemacht. Fände ich cool, wenn es einfach mehr davon gäbe in Minecraft. Verschiedenere Orte, vielleicht unter Wasser-Dinger noch irgendwie sowas, dass du unter Wasser sowas finden kannst, dass da mitten im Wasser auf einmal so eine Art Eingang ist. Zum Beispiel, oder einfach Kerker auch, einfach irgendwie so ein bisschen mehr... Rollenspielmäßig was einbauen bei Minecraft wäre schon echt geil. Kann man nicht anders sagen, kann man nicht anders sagen, wäre geil. Leider nicht geil. Okay.
wieder meine gefunden. Was? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich will es essen. So, na dann, gehen wir mal zur Pyramide. Ich habe voll die Zockerposition, als wenn ich hier gleich mit dem Shooter anfangen will. Ich muss ja sagen, ich hätte es so lustig gefunden, mal so ein bisschen mit einer Knarre. Und wenn es so eine Pistole ist, ich bin ja wirklich so der Pistolenfreund, einfach mit einer Pistole rumrennen. So eine schöne Glock oder eine Magnum. Bin ich ja ein Freund von, aber leider stürzt mir das Spiel dann immer ab. Du hältst mich nicht von meinem Schatz ab. Wow, wo kommst du denn jetzt her? So, na dann. Oh, das hatte ich nicht vor. Packe ich das mal weg und dann packen wir das mal so. So. Flupp, flupp dich. Nenn mich Mr. Schwupp dich. So. Runterbasteln. Hier ist sogar gleich eine Höhle daneben. Krass. So, weg damit. Und weg damit. Und dann packen wir mal ganz kurz nochmal die Ender Chest aus. Packen Redstone, Bett und... Moment. Das da rein. Moment. So. Und, au, oh, Alter, ein Sattel, ein Diamanten. Oh mein Gott. Wir packen noch Sand rein. Wir können auch noch Sandstein reinpacken. Oh mein Gott. Tim-Timini. Und, oh, eine goldene Pferderüstung. Und... Ach du Scheiße, ist das ein... Alter Schwede, wer hat denn das gebaut? Ja, das gefällt mir ja mal richtig. Und noch ein Sattel. Noch ein bisschen Gold und ein paar Knochen, auch gerne gesehen. Und noch Eisen. Zombieflash nehme ich jetzt nicht mit, ich glaube jeder weiß warum. Warum nimmst du Zombieflash nicht mit, verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Okay, dann ein Sattel kommt da rein. Ja, und dann richtige Spitzhacke nutzen. Und Zombieflash weg. So, und dann bauen wir uns hoch. Ist das geil? Oh Gott, ich wollte mal da reinschauen. Jetzt hören wir Weihnachtsmusik. Das ergibt zwar keinen Sinn, doch macht auch irgendwie Bock. Oh, ich bin los. Oh. Oh. Lass mich. Nein, ich will doch nicht. Ich habe keinen Bock auf sinnlose Kämpfe. Gewalt ist scheiße. Lass dir das gesagt sein. Verdammt. Keiner mag Gewalt und keiner mag dich. Naja, vielleicht würde man dich mögen, wenn du nicht so viel gewalttätig wärst. Tschüss. Jetzt habe ich einen Kompass. Mit dem werde ich nochmal ganz kurz dahinter laufen. Und dann hole ich mir ein Pferd. Denn das ist es mir wert. Ich hole mich an. Ja gut, wir werden bestimmt ein Pferd finden. Also, dass wir jetzt kein Pferd finden auf dem Rückweg, fände ich sehr unrealistisch. So viele Pferde, wie wir schon gesehen haben bisher. Dann holen wir uns ein Pferd, rüsten das mit der Rüstung aus und dann fahren wir damit nach Hause. Ja. Dann fahren wir mit dem Pferd nach Hause. Genau das tun wir. Und könnten wir mal bitte die Weihnachtsmusik ausmachen? Ich suche gerade mal eins von den neuen Liedern mal raus. Memoria Soundtrack 007. Zu noch was. Zu irgendwas. Kennt ihr nicht zu irgendwas? Das ist ein sehr bekannter Soundtrack. Soundtrack. Ja, so. Ich war ja fand auch sehr lustig, Pogis kleine Unboxing zu Blackguards, die er jetzt rausgehauen hat auf Facebook. Fand ich auch nice. Muss man mal sagen, der war süß. Auch wenn es die schauspielerischen Talente von Poki, naja,
absichtlich schlecht sind, aber trotzdem nicht gut sind. Zum Beispiel eine Kuh. Ich hört auf, mir auf die Lippe rumzubeißen, das ist nicht gut. Schmeckt nach Lippe. Wie schmeckt Lippe? Blutig, wenn man zu lange drauf rumbeißt. Auf jeden Fall. Kennt ihr das, wenn ihr diesen... eklig. Kennt ihr das, wenn ihr diesen Blutgeschmack im Mund habt, das, was sich dann so warm anfühlt und so klebrig? Ich finde das voll widerlich. Das hab ich mal gehabt bei einem Husten. Da war ich wirklich sehr schlimm husten. Da hatte ich mal Blut im Mund. Kurz, ganz kurz war das nur. Und das war ja wirklich voll widerlich. Wenn ihr da dieses... Also das ist nicht das erste Mal, dass ich Blut im Mund habe, aber... Das ist dieses Gefühl einfach, wenn du was Warmes da hinten im Mund hast. Ja! Okay, das klingt jetzt falsch. Was Warmes im Mund. Was Warmes. Schleimige. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Was Rotes, Warmes, Schleimiges. So. Wenn keine Komplikationen entstehen mit Dingen, wie ich sage, oder anders vielleicht meine. Na, du kleines Schnuckel. Was haben wir denn hier noch gehabt? Moment, wir hatten noch was anderes. Nee, ich nehme dich. Flupp. Ging das so? Oh ja. Nee. Jeha! Yeah, dich werde ich zähmen. Na, komm her, los. Oh ja. Ja, komm, 5% mehr. Danke. Yay. Und dann machen wir einen Sattel drauf und eine Rüstung. Mensch, absteigen. Absteigen. Sieht voll edel aus. Yay! Out. Und schon habe ich das Pferd umgebracht. Manchmal finde ich Pferde leicht sinnlos. No, la, la, la. Wir fahren jetzt nach Haus. Er reitet nach Haus. Ich sehe, ein weiter Weg liegt vor uns, darum werd ich das Pferd schieben müssen. La, 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 la. So, dann hole ich mal ganz kurz ein Stück Holz. Flup. Und dann machen wir daraus ein... Würdest du mal hier bleiben? Dämliches Pferd. So, flup, flup dich und flup dich, flup dich, flup dich. Flup dich. So. Ich hab's jetzt besser gegeben mit der Leine, wenn es mir gehört. Ich probiere es einfach. Ich werde mir irgendwas nehmen, wo ich sehe, wenn der Faden weg ist. Am besten die bloße Hand, das geht am besten. Es ist dunkel und kalt. Ich bin in dem Wald. Ach, ich finde die Musik so schön einfach, nur ich würde... Ich werde mal jetzt ganz kurz rund. So. Einfach mal so. Ach ja, ist das schön. Wenn es nicht regnen würde, wäre es natürlich noch wesentlich schöner. Aber man kann aber nicht alles haben. Und es macht Spaß, einfach mal sein Pferd nach Hause zu führen. Wir sollten ja ungefähr auf dem richtigen Weg sein. Und da ist noch ein lustiger Slime. Den lasse ich jetzt aber mal in Ruhe. Ich habe, was ich wollte. Ich habe ein Holz. Wir haben nicht die Biome gefunden. Da ist das Hexenhaus von vorhin wieder. Wir haben nicht die Biome gefunden, die wir finden wollten. Wir haben jetzt, wir haben eine Eis... Quatsch. Wir wollten noch eine Eiswüste finden und eine...
Tundra, eine, jetzt ist ja keine Tundra, was wir finden wollten, das war eine, ach, keine Ahnung, was das sein sollte. Haben wir es leider nicht gefunden, vielleicht finden wir es irgendwann demnächst mal. Als kleine Entschuldigung werde ich euch demnächst mal auf eine andere Reise begleiten, doch auch die wird lange dauern. Und man kann ja nicht nur reisen bei Minecraft, auch wenn es mega Spaß macht. Ich werde euch auf jeden Fall demnächst mal was zeigen, was ich mal entdeckt habe, was wirklich wunderschön ist. Ja, da ist es passiert. Da ist mir die Leine aus der Hand geschwuppt. Okay, es passiert anscheinend nur, wenn das Pferd sich aufhängt.